Trolltest.de. Moin, hallo und herzlich willkommen zum Check zu Last Night. Last Night ist, wenn man es einem Genre zuordnen möchte, so etwas wie ein Action-Plattformer auf Schienen. Ein Rail-Jump-and-Run, wenn man so möchte. Ihr steuert einen Charakter auf einem Pferd. Das Pferd läuft dabei von ganz alleine und eure Kontrollmöglichkeiten beschränken sich auf seitliche Bewegung nach links und nach rechts. Außerdem könnt ihr springen und eine Turnierlanze einsetzen. Hinzu kommen mitunter Spezialfähigkeiten. Die könnt ihr einsetzen, sofern ihr sie vorher freischaltet oder sie auf der Strecke findet. Doch dazu mehr im weiteren Verlauf des Videos. Das Spielprinzip klingt zunächst wenig aufregend und basiert tatsächlich auf einer Smartphone-App. Die Last Night-App existiert für iOS-Geräte. Diese soll aber im Umfang im Vergleich zur PC-Version eingeschränkt sein. Das kann ich allerdings selbst nicht überprüfen, da ich weder ein iPhone noch ein iPad besitze. Was allerdings zunächst langweilig klingt, entpuppt sich recht schnell als knackige Herausforderung. Das Spieltempo ist relativ hoch und die Spielwelt nur teilweise einsehbar. Da die Spielwelt vor allem im Endlosspielmodus auch noch zufällig aus Preset-Teilen zusammengesetzt wird, könnt ihr euch auch keine Strecken auswendig lernen, sondern müsst euch stattdessen auf die Gegebenheiten einstellen, die Strecke euch so entgegenschleudert. Wer den Titel jedoch eine Weile gespielt hat, wird feststellen, dass jede Umgebung ihre eigenen Gesetzmäßigkeiten ein gewisses Schema besitzt. So gibt es beispielsweise ein Friedhofssetting, das sich durch eine recht chaotische Anordnung von Gegenständen, Gräben über die gesamte Strecke und unvermittelt auftauchende Tore auszeichnet. Die Tore müssen dabei mit der Lanze eingerissen werden. Wer die Lanze zu spät zückt oder statt in das Tor hinein zu preschen gegen den Eisenzaun reitet, verliert und kann direkt wieder von vorne starten. Das Spiel verzeiht in der Hinsicht keine Fehler. Allerdings behält man das gesamte Gold, das man bis zu diesem Zeitpunkt freigespielt hat, und kann dieses dann für verschiedene Freischaltungen einsetzen. So lassen sich beispielsweise verschiedene Charaktere freischalten, die sich nicht nur optisch unterscheiden. Spielerisch können zwar alle Charaktere dieselben Fähigkeiten nutzen, allerdings gibt es für jeden Charakter eigene Aufgaben, die jedoch zunächst im Endlosspiel gefunden werden müssen. Die Aufgaben sind deswegen wichtig, weil man mit ihnen Chivalry-Punkte generiert, wenn man sie abschließt. Das ist im Grunde eine weitere Währung im Spiel neben dem Gold, mit dem man weitere Dinge freischalten kann. Unter anderem beispielsweise eine First-Person-Perspektive. Diese hätte ich euch gern gezeigt, aber tatsächlich ist das Abschließen und auch das Erhalten der einzelnen Aufgaben alles andere als einfach. Und für den Perspektivwechsel müssen tatsächlich ganze 20 Chivalry-Punkte eingesammelt werden. Das hätte einfach unverhältnismäßig lange gedauert, wenn ich das überhaupt geschafft hätte. Denn der Schwierigkeitsgrad von Last Night ist vor allem im fortgeschrittenen Spielverlauf geradezu absurd hoch. Allerdings ist das Spiel nicht erbarmungslos. Wer beispielsweise ein zerstörbares Objekt nur streift, wankt zwar im Sattel, kann jedoch weiterreiten. Wer jedoch mitten in ein Objekt hineinreitet, kann sich über die grandiose Ragdoll-Physik freuen, auf die die Macher so stolz sind. Und dann anschließend das Spiel bzw. das Level wieder von vorne starten. Allerdings kommen die Hindernisse, Gegner und auch Abgründe im späteren Spielverlauf in einer so hohen Frequenz, dass man als Spieler permanent unter Hochspannung steht, um eventuelle Schwierigkeiten auf der Strecke nicht zu verpassen und dann gegebenenfalls direkt in sie hineinzureiten. Als Spielmodi steht euch zunächst der Endlosspielmodus sowie die Story zur Verfügung. In beiden Spielmodi reitet man einen sich ständig im Setting verändernden Korridor entlang, der immer herausfordernder wird. Im Endlosspiel wird die Strecke dabei auch noch zufällig aus Einzelteilen zusammengesetzt, sodass man sich als Spieler nicht auf irgendwelche Streckenabschnitte einstellen und diese auswendig lernen kann, sondern sich möglichst schnell auf die Umgebung einstellen muss, mit der man konfrontiert wird. Das Ziel im Endlosmodus ist es, einerseits möglichst weit zu kommen und andererseits möglichst alle Gegenstände einzusammeln, die da so auf der Strecke herumliegen, um möglichst viele Punkte zu erreichen. Hinzu kommen die bereits angesprochenen Aufgaben. Diese liegen ebenfalls als Schriftrollen im Endlosspiel herum und können wie Münzen, Truhen oder andere Wertgegenstände eingesammelt werden. Gefundene Aufgaben sind charakterspezifisch und Charaktere müssen zunächst freigeschaltet werden. So kostet euch der König beispielsweise, ich glaube, 24.000 Goldmünzen und er hat eine Aufgabe, bei der er beispielsweise eine bestimmte Strecke weit reiten muss, ohne eine einzige Münze einzusammeln, um diese Aufgabe abzuschließen. Eine andere Aufgabe ist, dass er in einem Run 6 unterschiedliche Spezialfähigkeiten zu nutzen hat, um diese Aufgabe abzuschließen. Jeder der 7 Charaktere verfügt über eine einzigartige Optik und bekommt für eine bestimmte Spezialfähigkeit einen Zeitbonus. Der Ritter kann beispielsweise eine Handkanone länger einsetzen, während die Prinzessin Regenbogenbrücken länger nutzen kann. Nur der Soldat als einziger Charakter bekommt keinen Zeitbonus auf irgendeine der vorhandenen Spezialfähigkeiten. Die Spezialfähigkeiten kann man im Endlosmodus ebenfalls als Gegenstand auf der Strecke finden. Sie liegen dort in Form unterschiedlich farbiger Truhen herum, die ihr ebenfalls einsammeln könnt.
Anschließend setzt ihr die Spezialfähigkeit dann auf Knopfdruck ein. Allerdings muss man die einzelnen Spezialfähigkeiten zunächst im Spielmenü freigeschaltet haben, ansonsten ist die Truhe nämlich leer. Wer möchte, kann sich eine Spezialfähigkeit auch von vornherein kaufen, mit der man dann in das nächste Level direkt hineinstartet und so dann direkt von Beginn an einen kleinen Bonus hat. Diese Spezialfähigkeit ist allerdings auch nur einmal einsetzbar, kostet dafür allerdings auch nur in Anführungsstrichen 5000 Gold, was allerdings durchaus eine sinnvolle Investition sein kann. Der Story-Modus im Vergleich zum Endlosspiel bringt euch die verschiedenen Gebiete näher, die ihr im Spielgeschehen erleben könnt, und zwar nacheinander aufgeteilt in Etappen. So könnt ihr euch langsam an das Spielgeschehen herantasten und euch für die einzelnen Levels im Grunde ihr grundsätzliches Setting anschauen. Außerdem könnt ihr die einzelnen Levels mehrfach spielen, um zu versuchen, dort die möglichst beste Levelwertung freizuspielen. Wofür ihr möglichst alle Wertgegenstände im Level aufsammeln müsst, was einfacher klingt, als es im Endeffekt ist. Untermalt ist der Story-Modus mit einer absurden Geschichte, die ihr ruhigen Gewissens überspringen könnt. Die Geschichte ist vollkommen überdreht und insgesamt auch keine erzählerische Meisterleistung. Doch zurück zum Gameplay. Ihr werdet wahrscheinlich nicht umhin kommen, bestimmte Levels wiederholt zu spielen oder in der Story an einem Checkpoint neu zu starten. Wie bereits angedeutet, das Spiel ist bockschwer. Wenn ihr aber beispielsweise gegen ein Hindernis lauft, verlangt das Spiel nicht zwangsläufig von euch, dass ihr euch dann den anschließenden Punktebildschirm im Detail anschaut. Ihr seht jetzt gerade eingeblendet, wie schnell man vom Scheitern zum nächsten Versuch kommt. Natürlich könnte hierbei allerdings die Ladegeschwindigkeit von Computer zu Computer unterschiedlich sein, aber alles in allem ist der Spielfluss weitestgehend unterbrechungsfrei, wenn man einfach auf die Tasten raufdonnert die ganze Zeit. Was ich bei dieser Art von Try-and-Error-Spielprinzip, will ich das jetzt einfach mal nennen, bei dem Sterben irgendwo zum Spiel- und Lernprozess zwingend dazuzugehören scheint, auch irgendwo wichtig finde. Sterben ist dabei ein gutes Stichwort. Das werdet ihr häufig. Gerade der letzte Boss in der Story ist geradezu ohne Worte. Bis man sein Muster durchschaut hat, dann ist er eigentlich nur noch fordernd. Das Gesamtspiel ist ebenfalls eine große Herausforderung. Und wer Spaß an fordernden Geschicklichkeitstiteln hat, wird mit Last Night seinen Spaß haben. Ihr könnt das Spiel auf der Entwicklerwebseite oder auch bei Desura kaufen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr Last Night auch im Steam Greenlight-Programm unterstützen. Die Links findet ihr in der Videobeschreibung. Fragen, Anmerkungen oder auch einfach eure Meinung zum Spiel oder vielleicht andere fordernde Geschicklichkeitstitel mit ähnlichem Spielprinzip könnt ihr gerne in den Kommentaren hinterlassen. Ich bin jetzt erstmal wieder raus, deswegen macht's gut und tschüss. Trolltest.de